Wir haben uns hier vor ein paar Tagen angesehen, die Aussaat. Also nicht hier auf diesem Acker. Auf dem anderen nach Zuckerrüben, nach Grubber oder nach Scheibenegge bei leichten Nachtfrost. In den letzten Novembertagen gerodet oder Anfang Dezember. Und dann mit Kreisel Drillmaschine gedrillt. So mit einfachen Steppscharen. Genauso habe ich auch schon gedrillt hier Mitte Oktober auf diesem Acker. Weil da nichts mehr ging. Der Rübenroder hatte, da hat schon geregnet und ja, da war also dann alles nass. Da musste ich dann ein paar Tage warten, bis es so weit abgeluftet war, dass ich überhaupt drauf konnte. Aber was ich jetzt hier zeigen will, ist also hier nach Kreisel Drillmaschine, also das gleiche System, was wir uns neulich bei Nachtfrost angesehen haben. Und damit wir hier nicht bis zum Frühjahr warten müssen, zeige ich das mal auf diesem Acker. Der Saataufgang ist doch, denke ich, gut. Also der Bestand ist, die Bestandesdichte, so Aussaatstärke 200 Kilo, also irgendwo so, weiß nicht, 450 Körner oder so, so genau weiß ich das auch nicht. Ich habe die Drehmaschine zum ersten Mal für Getreide genommen, einfach so nach Tabelle eingestellt, weil ich da noch ein bisschen flott sein musste, um hier noch fertig zu werden, bevor es wieder drauf regnete. Ich war froh, dass ich hier mit der Fahrgastentschaltung zurechtkam. So eine elektronische Box hat auch funktioniert, sehen wir hier. Fahrgasten, das hat irgendwie geklappt. Eine Reihe war verstopft hier, das sehen wir auch. Na gut, das ist nicht so schlimm. Aber was ich zeigen möchte, hier ist also jetzt kein Grubber gewesen, keine Scheibenegge, nur kreiselige Drillmaschine, weil überhaupt nichts anderes möglich war. Mit der Rapid ging es gar nicht. Die habe ich hier, also die kam den Berg gar nicht hoch, der Trecker. Schon in der zweiten Runde war alles verstopft. Ja, und so ist also der Bestand, denke ich, passabel. Also was heißt passabel? Das ist gut. Also die Körner lagen alle nur so oben drauf zwischen den Kluten. Eine richtige Saateinbettung war hier gar keine Rede von, aber es hat danach geregnet. Wochenlang war hier immer wieder Regen. So ähnlich wird das jetzt mit dem vor ein paar Tagen in den Frost gesäten auch. Da hat es hier nun drauf geschneit und es ist nass und Pampe, das keimt alles. Und gibt dann nachher einen vernünftigen Bestand. Hier sehen wir, dass es also Zuckerrüben waren. Das ist ja hier zu sehen, angefressen. So die Reste der Rübenernte. Ja, und insgesamt denke ich, ist doch das ein Bestand, wo ich sagen kann, passt. Also dafür, dass man hier eigentlich gar nicht mehr drillen konnte. Schon Mitte Oktober auf diesem schweren Ton. Ja, dass hier ein Bärenklebkram. Jegliche Bearbeitung hat sie hier verboten, ging nicht. Aber kreisige Drehmaschine, die kreisige wieder nur ganz flach gestellt, so wie wir uns das in dem Video vor ein paar Tagen angesehen haben. Die hat nur so drüber gepustet. Ja. Also nicht tiefer als maximal 2 cm gefasst. So dass so ein ganz bisschen Erde zur Verfügung stand, damit die Striegel und die Schleppschare ein paar Erdklumpen drüber rollen über die Körner, so will ich mal sagen. Also gar keine Aussaat in dem Sinn, wo man sagen könnte, hier hat man irgendwas mit Tiefe oder Saattiefe. Aber so gegen die Sonne, sehen wir, es ist ein grüner Bestand. Also alles gut. So, die Pflanzen stehen gesund da, sind durch den vielen Regen so ein bisschen eingeschlemmt, liegen jetzt gar nicht mehr oben auf. Das sehen wir da so ein bisschen, hier und da noch so ein kleines Korn, aber im Wesentlichen stehen die auch, also stehen auch stabil. Und das sah hier wirklich so aus, dass ich also eigentlich nicht so unbedingt zugehören wollte, weil das keine Getreideaussaat ist, wie man das lernt. Ja, Saatbedeckung und so war hier alles kein Thema. Es ging nur um gleichmäßiges Verteilen. Aber wir sehen, die stehen hier fest drin. Die hören sich nicht irgendwie lose drauf. Die haben sich da verankert. Selber so reingekrallt und durch den vielen Regen und jetzt natürlich auch wieder den Schnee ist das alles ein bisschen zugeschlemmt. Also so ein bisschen Erde drüber. Ein paar, ich habe jetzt kein Messer da, keine Schaufel. Könnten wir das so ein bisschen aufgraben. Die stehen also alle ganz gut fest im Boden. Dass ich hiervon ausgehe, dass da gar keine Abstriche bei dem Ertrag sind. Also die stehen fest. Ja, ich kann die hier so mal versuchen, ob ich sie rauskriege. Muss ich ganz schön ziehen. So, da ist er.
Also ganz flach. Wir sehen, da ist gar kein weißer Wurzelhals, das ist alles grün. Das Korn ist direkt an der Oberfläche. Wurzelung ist schon gut. Und so, wächst. Ja, mehr will ich ja gar nicht. Also im Vergleich dazu zu sagen, man lässt das ein und fängt mit dem Sommerweizen an. Da haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt haben wir hier schon am 10. oder 12. Dezember und ich glaube 10. oder so haben wir heute einen Bestand, der schon winterfest ist. Die Winterfeuchte jetzt schon nutzt, die reichlich vorhanden ist und dem Ertrag entgegenwächst. Beim Sommerweizen wäre dann die Frage, wann komme ich hier hin? Ist es Ende März oder wann auch immer? Vielleicht mit Glück im Februar bei Frost, wie auch immer, das weiß man nicht. Das heißt, die Wachstumszeit ist natürlich wesentlich kürzer. Wenn ich den sehe, also aussehe, dann hat hier dieser Weizen bestimmt schon, dann fängt er schon an zu bestocken. Hier noch mal gucken, der ist also richtig fest eingewachsen, obwohl er ganz flach, ja, so. Also das ist mir selber ein Rätsel, wieso das so funktioniert hat. Aber wir sehen das, das Korn war ganz genau oben auf. Ist ja hier zu sehen. An der Oberfläche liegend, aber ganz fest eingewachsen. Geht eben nur mit viel Regen. Wenn es hier trocken gewesen wäre, wäre hier nicht viel passiert. Aber das ist ja eben situationsangepasst. Dass man die Landwirtschaft immer so durchführt, wie es eben gerade passt. Nicht so ganz einfach, weil man ja auch nicht weiß, wie die nächsten 4, 6, 8 Wochen sind oder eben jetzt hier die Saatbedingungen im Frühjahr für Sommerweizen, was ja dann die Alternative wäre. Dann gucken wir noch mal zu der Randspur. Da habe ich mit der Rapid gedrillt. Das sieht man hier. Die erste Spur ging es noch, aber es wurde dann sehr schnell schlechter. Aufgelaufen ist es auch. Aber es ging rein technisch nicht mehr. Wir sehen das hier schon, das ist gröber als hier auf der, stimmt mal auf die Mitte, als hier rechts. Also hier rechts im Bild ist jetzt die kreiselige Drillmaschine mit den Schleppschorn und links die Rapid. Also da ist die Rapid dann nicht mehr geeignet, denn sie hat nur noch Erde hochgezogen und war nach einer Runde auf dem Acker auch verstopft. Also es ging schon aus technischen Gründen überhaupt nicht. Aber hier das jetzt mal, wir gucken es jetzt im Frühjahr auch auf den anderen Feldern an. Aber als Ergänzung zu diesen Nachtfrostaufnahmen, den zwei Videos von der letzten Woche. Die Aussaat war hier eben ohne Kreisel, ohne Grubber oder Scheibenegge, weil das an dem Berg gar nicht ging. Ich wäre hier den Berg gar nicht hochgekommen. Das ist hier eine ziemliche Kuppe. Aber mit kreiselige Drehmaschine mit der gleichen flachen Einstellung und aus meiner Sicht ackerbaulich ein Erfolg. Unter den gegebenen Bedingungen, mit der einfachen Technik, alles gut.